Crushing Nasdaq Outperformance mit einem Buy and Hold Dividendendepot. Ist das möglich? Die Antwort lautet ja, es ist möglich. Bei ganz speziellen Konstellationen ist es tatsächlich möglich. Und ich habe es sogar geschafft und ich zeige euch das Ganze anhand des Personal Investment Reports der Consorsbank. Und da gibt es, denke ich, ein schönes Learning auch dann ganz am Ende dazu. Mein Name ist Thorsten Tiet, da geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Das Ganze ohne Rendite oder Outperformance-Versprechungen, dafür aber auch mit einer sehr relativ großen Wahrscheinlichkeit, dass ihr an der Börse langfristig erfolgreich seid. In diesem Video geht es jetzt nicht um eine Aktienanalyse oder um euch irgendwelche Fundamentalanalyse näher zu bringen. Nee, es geht ganz konkret um mein Depot, mein Dividenden-Buy-and-Hold-Depot, mit dem ich eine Rendite erzielt habe auf die letzten 12 Monate von Juni 2019 bis Mai 2020 von knapp 50% und habe damit alle Indizes, die man so als Vergleichsmaßstab heranziehen kann, deutlich outperformed und das Ganze auch noch bei einem deutlich niedrigeren Risiko, also einer niedrigeren Volatilität als alle Indizes, die ich so jetzt im Blick habe. Und das Ganze ist natürlich irgendwo die Quadratur des Kreises, ein Dividendendepot, dann auch noch irgendwo defensiv aufgestellt, also eine niedrigere Volatilität und dann eine Performance zu erzielen, die dermaßen durch die Decke geht, ist gibt es eigentlich gar nicht. Und wir werden uns jetzt anschauen, wie so etwas eigentlich oder wie sowas überhaupt zustande kommen kann und natürlich dann auch versuchen zu beurteilen, ob sowas realistisch ist oder nicht. Und erstmal so ein paar Fakten drumherum. Also hier siehst du von Investing.com die unterschiedlichen Indizes, wie die sich entwickelt haben, ungefähr jetzt in dem Vergleichszeitraum, um den es geht, also die letzten 12 Monate. Und dann siehst du hier der Nasdaq, das ist die blaue Fläche, der hat 32% zugelegt, das ist der Nasdaq 100, nicht der Nasdaq Composite. Und im Nasdaq 100, das sind gerade diese IT-lastigen Zugpferde ganz stark, die den Markt nach oben ziehen. Also wir wissen sie, die kennen sie, diese Fangaktien, ne? Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Co. eben. Und der Nasdaq 100, der entwickelt sich einfach stärker als die anderen Indizes. Wir haben hier in Rot den S&P 500, der hat noch 5,5% zugelegt. Dann haben wir hier in Grün den MSCI World, der hat schon 4,6% verloren. Und dann haben wir hier den guten alten Nasdaq 30 mit minus 18%. Ja, und dann haben wir mein Dividenden-Buy-and-Hold-Depot und das liegt hier irgendwo, wenn es denn eingezeichnet wäre, irgendwo hier bei knapp plus 50%, also eine klare Outperformance von allem, was man so als Benchmark anzubieten hat. Ja, wir ich mal ein paar Pflöcke einschlagen hier, damit du noch eine genauere Vorstellung hast, worum es geht. Und ich glaube, du wirst sehen, es hört sich immer unmöglicher an, je mehr einzelne Fakten, die wir danach halt auch noch überprüfen werden, schwarz auf weiß, ich die hier nenne. Also es handelt sich um eines meiner Depots. Es ist nicht mein größtes Depot, aber es ist noch ganz, nicht ganz klein. Es hat einen 6-stelligen Depotwert. Also 4-stellig ist 1.000, 5-stellig fängt bei 10.000 an und 6-stellig fängt bei 100.000 an. Und es geht hier nicht um japanische Yen oder so, es geht hier um die, also um Euro, ja. Um harte Euro hätte ich fast gesagt, aber da schäme ich mich ja schon, wenn ich so ein Wort in den Mund nehme, jetzt diese Nullzinspolitik und so weiter. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Also es ist 6-stellig im Eurobetrag, mein Depot. Ich habe knapp 50% Rendite damit gemacht, hatte ich schon erwähnt. Das Ganze ist buy and hold. Das heißt, es gab nicht eine einzige Transaktion innerhalb der letzten 12 Monate im Auswertungszeitraum. Weder ein Kauf noch ein Verkauf. Das heißt, es ist eigentlich nicht buy and hold. Es ist streng genommen ein reines Hold-Portfolio. Und ich habe gar nicht vor, da irgendwas mitzumachen. Und ich habe das Ganze auch nur am Rande mitbekommen, mehr oder weniger, als ich den Personal Investment Report auch im Zusammenhang mit dem Standarddepot mir angeschaut habe. Da habe ich gedacht, guckst du da auch mal da rein? Und dann habe ich eben diese Zahl gesehen. Okay, das klingt erstmal sehr unglaubwürdig, so eine Performance. Und jetzt lasse ich euch daran mal teilhaben. Und wir dröseln das Ganze nachher auf.
Ich hatte auch schon erwähnt, das Ganze mit einem extrem niedrigen Risiko, also deutlich niedrigere Volatilität als diese ganzen Indizes, die ihr hier seht. Und wir haben ausschließlich Dividendenaktien in diesem Depot mit Dividendenrenditen zwischen 1,4 und 2,5%. Also keine Mikrodividenden wie jetzt bei Tencent oder Wirecard oder so, sondern es sind echte Dividendenaktien, in Anführungszeichen, das, was man unter einer echten Dividendenaktie im Volksmund verstehen kann. Und das sind persönliche Dividendenrenditen drin, die sind zweistellig. Also diese Aktien, die ich da habe, die sind schon länger im Depot und die sind durch Dividenden, durch dynamisches Dividendenwachstum bezogen auf meinen Einstandskurs mittlerweile teilweise im zweistelligen Bereich angelangt. Also eine Aktie habe ich eben nochmal nachgeschaut, die hat 11% persönliche Dividendenrendite. Das heißt, wenn einmal im Jahr kriege ich so viel Dividende bezogen auf die aktuelle Dividendenrendite wie 11% vom Einstandspreis, den ich damals bezahlt habe beim Aktienkauf. Ja, und auch noch überraschend wahrscheinlich ist es nicht eine einzige US-Aktie dabei. Das mag überraschen, weil sehr viele Dividendeninvestoren extrem US-lastig sind. Bei mir ist es jetzt in diesem Depot genau umgekehrt. Ich habe keine einzige Aktie aus den USA. Und das Ganze klingt jetzt wahrscheinlich absolut unglaubwürdig und ich möchte es jetzt nach und nach aufdröseln. Gucken wir uns dann zuerst mal die Wertentwicklung in meinem Depot an. Hier siehst du sie, die Wertentwicklung in meinem Depot. Vor 12 Monaten war der Wert bei 90.784 Euro und momentan ist der Wert bei 132.000 Euro. Das macht eine Wertentwicklung von 47,5%. Und hier siehst du mal den Gewinn in absoluten Euro, knapp 43.000 Euro. So viel zu, ich habe fast 50% Rendite gemacht innerhalb der letzten 12 Monate mit diesem Depot. Also würde ich sagen, Haken dran. Dann die nächste Behauptung, Buy and Hold. Siehst du hier die Anzahl der Trades der letzten 12 Monate? Kauf, Verkauf, nix, nada. Nichts gemacht, also im Prinzip ein reines Hold-Depot. Also auch Haken dran machen an die Behauptung. Dann gucken wir uns die nächste Behauptung an. Ein extrem niedriges Risiko gemessen an der Volatilität. Dann siehst du hier Ihr Depot, Wertentwicklung und Risiko. Mein Depot in Königsblau. Hier links oben, also hier siehst du wieder an der Y-Achse die Wertentwicklung, knapp 50%. Und dann an die X-Achse hier, die horizontale des Risiko. Relativ weit links, deutlich weiter links als alle Vergleichsmaßstäbe, Vergleichsindizes hier. Das heißt, auch hier Haken dran an die Behauptung. Dann Dividendenrendite zwischen 1,4 und 2,5%. Das steht jetzt hier nirgends, aber wenn du dann die einzelnen Aktien sehen wirst, dann kannst du dann auch einen Haken dran machen. Und das gleiche gilt dann für keine US-Aktie dabei. Ja, also das ist jetzt im Prinzip die mehrfache Quadratur des Kreises. Outperformance mit reinen Dividendenaktien zum einen und Outperformance durch niedrigeres Risiko. Wie kann denn das jetzt sein? Da würde ich mal sagen, wir schreiten dann langsam zur Auflösung heran. Und jetzt zeige ich sie dir. Und das Depot sieht so aus. Vier Positionen haben wir in dem Depot. Und davon sind zwei Positionen relativ groß gewichtet und eine Position absolut zu vernachlässigen, nämlich Westpac, eine australische Bank. Und Novozymes auch relativ schwach gewichtet mit 11% und 47 und 41% haben Coloplast und Novo Nordisk in diesem Depot. Ist also ein sehr stark pharmalastiges Depot, wenn du so möchtest. So, und das ist im Prinzip auch schon die Auflösung. Es so, du kannst diese mehrfache scheinbare Quadratur des Kreises, die kann nur dann gelingen, wenn du extrem einseitig oder extrem schwach diversifiziert in deinem Depot unterwegs bist. Oder anders ausgedrückt, wenn du viel oder wenn du fast alles auf eine oder in diesem Fall auf zwei Karten setzt. Und es erweist sich im Nachhinein, dass es die richtigen Karten gewesen sind. Dann kann dir sowas gelingen. Es kann dir nicht gelingen, oder es ist extrem unwahrscheinlich, dass es so eine Outperformance gelingen kann, wenn du ein schön diversifiziertes
Portfolio hast, denn dann wirst du irgendwo in die, ich hätte es fast gesagt, ja, performance-technisch gesehen in die Mittelmäßigkeit abrutschen, aber du wirst eben nicht in diese Extremen kommen, dass du sozusagen entweder extrem schlecht performst oder wie jetzt in diesem Beispiel zufällig extrem gut performst. Das ist eine ganz wesentliche Aussage. Jetzt, bevor du die Hand über den Kopf schlägst und sagst, Thorsten, wie kannst du denn als angeblicher Fachmann so investieren? Das ist jetzt nur für mich nicht, das ist nicht meine komplette Anlage, wie ich jetzt in Aktien investiere. Und das ist jetzt sozusagen historisch gewachsen, dass bei der Consorsbank genau diese vier Positionen noch darum liegen. Es sind sehr alte Positionen, die ich damals nicht übertragen habe, als ich zu Lynx gewechselt bin, mit vielen Positionen, um dort noch zu veroptionieren. Ich mache meine Depotverwaltung nicht über, in diesem Fall die Consorsbank oder über Lynx Broker. Ich manage meine Depotverwaltung sozusagen selbst, wo ich alles auf dem Schirm habe und meine Investments so strukturiere, wie ich das für sinnvoll halte. Das heißt, das Starterdepot ist bei mir als eigenes Depot geführt. Verwaltungstechnisch, es ist auch echt in diesem Fall ein echtes eigenes Depot bei der Consorsbank, aber meine Buy-and-Hold-Investments auch irgendwo, die habe ich dann hier und hier sehe ich das Ganze gesamthaft und hier siehst du dann auch Novo Nordisk als Position, Coloplast als Position, Novozymes als Position und diese vierte Position Westpac. Das ist ein Ding, das werde ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag haben. Ich war früher ja auch so ein Investor, der eher auf hohe Renditen, ganz früher vor Aktienfinderzeiten, jemand, der auch gerne von hohen Dividendenrenditen sich ein bisschen hat blenden lassen. So kam auch Westpac in mein Depot, habe es dann irgendwann verkauft, diese Position vor vielen Jahren. Und dann habe ich verschlafen gehabt, dass es Stockdividende da gab und zwar automatisch hatte ich das so eingestellt gehabt, habe ich die Position verkauft und dann kam, plötzlich hatte ich wieder 12 Aktien Westpac als Stockdividende im Depot drin und es lohnt sich für mich nicht, diese 12 Aktien zu verkaufen. Soll ein mahnendes Beispiel sein, sich nicht von einer hohen Dividendenrendite blenden zu lassen. Gut, also das ist im Prinzip die Aufklärung, wie es gelingen kann. Und um dir dann ein Fazit zu geben, damit das Ganze auch wirklich Sinn macht, Performance-Angaben kritisch betrachten. Also wenn dir jetzt jemand kommt und er sagt, er hat mit seinem Depot so und so viel Prozent Performance erzielt, er hat damit den Vergleichsmaßstab XYZ outperformed und er ist der Superman und wenn du ihm glaubst und am besten ihm noch irgendwie in Form von Tools, Abos, Börsenbriefen oder was auch, ich weiß keine Ahnung was, Geld in den Rachen werfen sollst, reine Performance-Angaben, nur reine Performance-Angaben an sich haben erstmal keinen Mehrwert. Und den kannst du nicht trauen. So wie du jetzt meinen Performance-Angaben im Prinzip nicht trauen konntest. Sie sind wahr. Und ich habe dir ja zusätzlich noch ein paar Randbedingungen gesagt, die alle wahr waren. Niedrigeres Risiko, es sind nur Dividendenaktien dabei und ab 1,4%. Es ist nur rein Buy and Hold, total entspannt. Es war alles richtig, was ich gesagt habe. Es war alles richtig. Und trotzdem ist es vollkommen unrealistisch, so eine Performance zu erreichen mit den Randbedingungen auch, die ich dir erwähnt habe. Und ich habe halt einfach weggelassen, wie das Depot aussieht und hätte damit quasi einen Verkaufsprospekt, einen kleinen marketingtechnisch auffüllen können. Und ich gehe schon davon aus, dass der ein oder andere mir da auf den Leim gegangen wäre. Also Performance-Angaben absolut kritisch betrachten. Du musst immer das komplette Depot sehen und die komplette Transparenz. Und da gehört es einfach dazu, dass du ins Depot reingucken kannst und schauen kannst, was da drin ist. Und dieses Depot, was ich dir jetzt gezeigt habe, das hättest du ja dann auch sofort selbst erkannt, ist ja halt absolut unrealistisch. Ein Depot mit vier Positionen, wo eigentlich auch nur zwei Positionen bestimmen, in welche Richtung sich das Portfolio entwickelt. Sehr viel realistischer ist das, was wir zum Beispiel mit dem Starterdepot machen oder das Depot, was du hier jetzt gerade auf dem Schirm siehst. Das sind Dinge, die sind realistisch. Insofern
immer die komplette Transparenz wahren und nicht auch sich auf die Jagd nach dem Jackpot begeben, auf die großen Heilsversprechen reinfallen, sondern einfach auf langfristig steigende Kurse und Dividenden setzen mit einem schön austarierten Depot. Und ich denke, wenn du dann die Aktien, dir solche Aktien entsprechend ins Depot legst, dann bist du langfristig gut bedient. Okay, das war's zu meinem Dividendendepot mit 47% Rendite, Crushing Nasdaq. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.